Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen nach dieser recht emotionalen und wichtigen Begegnung für beide Teams, nämlich Phoenix Hagen und auch für S. Oliver Würzburg. John Pitrick, dein Statement zu diesem wirklich wichtigen Spiel. Bitte schön. Ja, ich gratuliere Ingo und der Hagener Mannschaft. War ein spannendes Spiel und ich glaube, wir haben dieses Spiel verloren. Hagen hat es gewonnen in der ersten Halbzeit und in den ersten zwei, drei Minuten der zweiten Halbzeit. Natürlich am Ende war es sehr dramatisch, wie TJ diese Dreier getroffen hat auf dem Brett. Aber ja, wir hatten nicht die Energie, dass Hagen gespielt hat. Ich glaube, Eddie Seward mit 6 Rebounds in nur was 11, 12 Minuten. Die Offensive Rebounds hat uns wehgetan und natürlich Jonusas und Carter war sehr stark, 1 gegen 1. Wir haben gedacht, dass vielleicht mit unserem Druck Hagen mehr Turnovers machen wird, aber die haben sehr gut reagiert und ja, ein verdienter Sieg für Ingo und seine Mannschaft. Ja, ganz recht herzlichen Dank. Ingo, wenn man heute von großer Moral und Herz spricht, ich glaube, das sind die richtigen Worte für dieses Spiel. Bitte schön. Ja, danke für die Glückwünsche. Man hat heute ganz klar gesehen, wir haben sowieso personelle Probleme und wir suchen einen Spieler noch, einen kleinen Guard, und dann hört man, dass 2 Stunden vor dem Spiel noch ein nächster Guard ausfällt. Aber die Mannschaft hat da super drauf reagiert. Vielleicht brauchte man sowas, mit dem Rücken zur Wand zu stehen und alle kämpfen und zeigen Herz und spielen sehr intensiv, aggressiv. Und dann hat man gesehen, was passieren kann, wie unsere Defense aussehen kann. Würzburg macht nur 70 Punkte. Ich würde sagen, wir haben gewonnen, weil wir so eine homogene und Mannschaftsdefense gespielt haben. Man sieht unterm Korb mit Boone, ein ganz, ganz starker Spieler, den wir sehr gut gehalten haben. Wir haben die Dreier ein bisschen offen gelassen. Schade natürlich, wir führen mit 9 Punkten kurz vor Schluss und dann treffen sie 2 Dreier. Aber wir hatten auch dann natürlich am Ende auch mal das Glück, einen schwierigen Dreier zu treffen und damit zu gewinnen. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir in dieser schwierigen Phase, in der wir uns befinden, jetzt so einen Sieg gegen Würzburg erreicht haben. Ja, ganz herzlichen Dank. Gibt es Ihrerseits Fragen an die beiden Trainer? Und dann bitte unter Nennung Ihres Mediums. Bitte schön. Frankfurt Hagen. Es war ja etwas außergewöhnlich, dass Max Fultmann starten durfte. Wusstest du, dass er das eigentlich so gut umsetzen kann, auch wenn er diese Rolle bisher noch nicht gekannt hat, als Starter anzufangen? Ja, wenn man jetzt die personellen Veränderungen gesehen hat, war klar, dass Max Rockmann anfängt, nachdem Brandon Brooks und Jason ja auch nicht mehr dabei sind, bleiben ja nicht mehr so viele Guards übrig. Das heißt, er fängt an, ganz, ganz klar. Er trainiert seit Monaten ganz gut und für so einen Spieler ist es dann ja immer nicht schön für die Mannschaft, aber so ein Spieler freut sich ja trotzdem insgeheim, oh, jetzt spiele ich erste 5, jetzt spiele ich mal ein bisschen länger, und er hat auch aggressiv gespielt, was wir brauchten. Trifft dann am Ende auch einen Freiwurf, der sehr, sehr wichtig war. Er hat ganz gut gespielt, da bin ich auch froh drüber. Aber auch wie alle anderen, die von der Bank kamen. Wie gesagt, war es eine gute Teamleistung. Okay, weitere Fragen bitte. Frage an John Petrick. Wie ist das zu erklären, dass Ihre Mannschaft zu Hause viel stärker spielt als auswärts? So eklatant. Ja, es ist eine super Atmosphäre, auch wie hier in unserer Halle. In der S. Oliver Arena, und ich weiß nicht, wir sind eine junge Mannschaft, gerade aufgestiegen, und ich glaube, das Selbstvertrauen, das wir zu Hause haben und wie wir Auswärts spielen, sind ein bisschen anders. Man könnte sehen, wenn wir ja mit Rücken zum Wand am Ende des Spiels haben wir Druck gemacht, und am Anfang waren wir ein bisschen unsicher, aber ja, ich weiß nicht, wo es lag oder wo es liegt, aber wir müssen von diesem Spiel lernen. Und wir haben auch ein Spiel diese Woche Freitag, und wir haben eine Chance, uns zu zeigen, was wir machen können. Herzlichen Dank. Frage an Ingo. Du durftest heute 3 Brett Center aufs Feld schicken. Was glaubst du denn, wie lange du in dieser Situation noch sein wirst?
Eddie Konstantin, wird er bleiben oder möchtest du das? Oder? Wir suchen auf alle Fälle jetzt erstmal einen Guard, das ist ganz, ganz wichtig. Und wie alle weiteren Veränderungen im Kader sein werden, müssen wir uns Gedanken drüber machen. Eddie ist jetzt wahrscheinlich bald wieder zurück, also er hat wenig trainiert, hat heute aber gespielt. Adam hat einen Monatsvertrag. Jetzt müssen wir gucken, wie es weitergeht und das genau analysieren. Okay, zwei Fragen. Ja. Bitte schön. Ja. Ingo, vielleicht mal ein Wort zu Jordan Heskett. Er ist für mich, jetzt habe ich ihn in der ersten Halbzeit kaum wahrgenommen und am Ende hat er, fand ich, unglaublich gegen die Presse geholfen und er hat auch entscheidende Dinger gemacht. Wo kommen diese Schwankungen beim her? Weil ich fand, er war ein extrem wichtiger Faktor im letzten Viertel. In jeder Hinsicht. Ja. Also unsere Spieler auf der Position 4 waren sehr, sehr wichtig heute für uns, weil die gegen die Presse gespielt haben. Ja, wir haben ja immer den Ball wieder zum Einwerfer gebracht. Das heißt, die mussten aktiv sein. Und das hat ihm vielleicht ein bisschen Auftrieb gegeben. Er hat dann ein, zwei wichtige Lachen getroffen. Bin ich auch froh, dass er ein bisschen mehr im Spiel war. Und das war vielleicht auch ein Grund, warum wir gewonnen haben, wie noch in den letzten Spielen. Wie schwer war es generell? Aufgrund der personellen Situation, denke ich, ganz anders gespielt als sonst. Also wesentlich langsamer. Wie zufrieden warst du damit? Die Mannschaft hat das. Ich war sehr, sehr zufrieden, weil wir gewonnen haben nach langer Zeit. Genau. So, kann ich noch weitere Fragen entgegennehmen? Bitte schön. Nicht der Fall. Ja, dann darf ich Ihnen ganz recht herzlich danken für die Teilnahme an der Pressekonferenz zum Spiel Phoenixhagen gegen S. Oliver Würzburg, dass die Hagener mit 3 Punkten für sich entscheiden konnten. Ich danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.